Hallo Freunde! Jeder von uns hat einige Merkmale, die uns von den meisten anderen unterscheiden. Ob die Form einzelner Körperteile, die Augenfarbe oder die Denkweise. Aber es gibt auch Menschen auf dieser Welt, die Eigenschaften besitzen, die so gut wie kein anderer vorzuweisen hat. In diesem Video werde ich dir einige dieser Eigenschaften vorstellen. Und vielleicht trifft das ein oder andere sogar auf dich zu. Wenn ja, dann schreib es uns doch mal in die Kommentare. Heute, wie einzigartig bist du? 10 seltene Merkmale des Körpers. Los geht's! Nummer 1. Der Haarwirbel. Die Mehrheit der Menschen besitzen einen Haarwirbel, der von Natur aus im Uhrzeigersinn wächst. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass nur ca. 8,5% aller Menschen einen Haarwirbel besitzen, der von Natur aus gegen den Uhrzeigersinn wächst. Auch interessant ist, dass der gegen den Uhrzeigersinn wachsende Haarwirbel häufiger bei Linkshändern auftritt. Nummer 2. Der zweite Zeh. Es gibt verschiedene Fußformen, die ursprünglich verschiedenen Völkern zugeschrieben wurden. Ist die Großzehe länger als der zweite Zeh, handelt es sich um die ägyptische Fußform, die übrigens am häufigsten vorkommt. Sind beide gleich lang, spricht man von der römischen Fußform, die auch sehr gängig ist. Die seltenste Form ist die griechische Fußform. Bei dieser ist der zweite Zeh länger als der erste. Welche davon sich bei einem Menschen ausprägt, ist erblich bedingt. Nummer 3. Wir alle verschließen ab und zu mal unsere Hände, wenn wir untätig sind. Das Interessante ist, dass es auch hier Unterschiede gibt. Verschließt du deine Hände und der linke Daumen liegt über dem rechten, gibt es dazu nur eins zu sagen. Es ist ganz normal, denn knapp die Hälfte der Menschheit macht es so. Die anderen 49,5% legen den rechten Daumen über den linken. Aber nur 1% aller Menschen legt die Daumen bei dieser Aktion nebeneinander statt aufeinander. Nummer 4. Wie jeder von uns weiß, befindet sich das Herz auf der linken Seite. Aber wenn jemand behauptet, dass sein Herz sich auf der rechten Seite befindet, muss man nicht unbedingt sofort von einer Lüge ausgehen. Immer wieder werden Menschen geboren, bei denen das Herz auf der rechten Seite liegt. Statistisch gesehen hat eine von 12.000 Personen ihr Herz auf der rechten Seite. Menschen, die diese Eigenschaft besitzen, sind natürlich in keinster Weise benachteiligt oder anfälliger für irgendwelche Erkrankungen. Nummer 5. Jeder von uns hat Linien auf den Handflächen und Fingern. Glaubt man an Übernatürliches, haben die Linien alle ihren eigenen Namen und man kann aus ihnen die Zukunft und die Persönlichkeit einer Person herauslesen. Aber um dieses Thema geht es jetzt nicht. Es gibt Menschen, die ein sehr seltenes Merkmal auf den Handflächen vorzuweisen haben. Die Rede ist von einer geraden durchgezogenen Linie. Nur 1,5% aller Menschen besitzen diese Eigenschaft. Diese Falte kommt auch im Tierreich vor, und zwar bei Affen. Nummer 6. Blaue Augen. Wirklich blaue Augen sind ein Phänomen, das viel seltener auftritt, als man erwartet hätte. Nur bei 8% der gesamten Erdbevölkerung kann man von wirklich blauen Augen sprechen. Die anderen besitzen entweder nur Akzente, Schattierungen oder eine andere Augenfarbe. Nummer 7. Bei den meisten von uns treten im Alter von 16 bis 25 Jahren die Weisheitszähne hervor. Aber es werden Menschen geboren, bei denen die versteckten Zähne nicht mehr angelegt sind. Betroffen davon sind etwa 20% der Bevölkerung. Die Natur reagiert offenbar auf die veränderte Lebensweise der Menschen. Diese Entwicklung wird sich in der Zukunft so weit fortsetzen, bis es letztendlich keine Menschen mehr mit Weisheitszähnen gibt. Die menschliche Gesichtsform hat sich im Laufe der Evolution erheblich verändert. Das Resultat? Der Kiefer verkleinerte sich. Nummer 8. Die Haarfarbe. Die absolute Mehrheit der Menschen hat eine dunkle Haarfarbe und nur 10% haben wirklich blonde Haare, die bei vielen wiederum im Alter dunkler und letztendlich grau werden. Rote Haare kommen am wenigsten vor. Lediglich 2% besitzen von Natur aus diese Haarfarbe, weshalb sie lange Zeit in den europäischen Ländern als Schönheitsideal sehr beliebt war. Nummer 9. Der Bauchnabel. Einen Bauchnabel wie diesen hier hat durchschnittlich einer von 10 Menschen. Bei den meisten anderen sieht der Bauchnabel ungefähr so aus. Viele glauben, dass ein herausstehender Bauchnabel damit zusammenhängt, wie die Nabelschnur bei der Geburt getrennt wurde. Jedoch hängt es vom eigenen Körper ab und wie dieser das Narbengewebe bildet. Nummer 10. Der Fingerabdruck. Natürlich hat jeder von uns absolut individuelle Fingerabdrücke. Dennoch gibt es 3 Typen. Diese unterscheiden sich in der Form und Art relativ stark voneinander. Es gibt horizontal verlaufende, gewirbelte und schleifenförmige. Die meisten von uns besitzen schleifenförmige Fingerabdrücke. Dicht darauf folgt mit 30% die Wirbelform. Und lediglich 5% der Menschen besitzen wellenförmige Fingerabdrücke. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr und zugleich auch wenig wir Menschen uns voneinander unterscheiden. Was hältst du von diesem Thema? Welche von diesen 10 Eigenschaften hast du, beziehungsweise hast du nicht? Teile es uns doch in den Kommentaren mit.
Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.